Hallo liebe Whisky-Freunde, ein herzliches Hola, oder wie die Mallorquiner sagen, Buenos Dias aus Mallorca. Willkommen bei Shores Whisky-Ecke. Und ich bin hier im Urlaub mit meiner Frau in Camp de Mar, das ist im Südwesten von Mallorca. Und da habe ich mir gedacht, was liegt näher, als hier einen spanischen Whisky zu verkosten mit euch, einen DYC. 8 Jahre. Viel Spaß dabei. Freunde, willkommen bei Shores Whisky-Ecke und heute melde ich mich aus Mallorca mal zu einer Urlaubs-Whisky-Verkostung. Schon eine kleine Tradition, mache ich immer mal gerne. Und wenn man schon hier auf Mallorca, das heißt in Spanien ist, dann bietet sich es natürlich an, auch mal einen einheimischen spanischen Whisky zu verkosten. Ich hatte den ehrlich gesagt überhaupt noch gar nicht. Der ist auch gar nicht so bekannt bei uns in Deutschland, und zwar der DYC 8 Jahre. Ich halte es euch mal bitte hier ins Bild. Das ist die Abkürzung für Destillerias y Crianza. Das ist eine Ende der 50er Jahre in Segovia von einem Herrn Gomez gegründete Destillerie. Segovia liegt so im Zentralspanien, in der Nähe von Madrid. Und da ist die 1959, das steht ja auch so ganz klein auf der Flasche drauf, gegründet worden und macht verschiedene Abfüllungen, sechsjährigen, dann einen ohne Altersangabe, einen Pure Malt, dann gibt es diesen achtjährigen, einen 10, 12 und ich glaube 15 oder 16-jährigen noch. Wobei einer von den letztgenannten ist sogar ein Single Malt. Das hier ist jetzt ein Blended Malt. DYC ist ja bekannt dafür, dass die aus Schottland teilweise aus der Speyside Malt einführt und dann mit eigenen hergestellten Whisky verschneidet, blendet. Und das ist hier so ein Kandidat, der 8 Jahre lang in amerikanischen Ex-Bourbon, das heißt amerikanischen Weißeichenfässern, gelagert hat. Er ist abgefüllt mit 40 Volumenprozente. Ich nehme mal an, deshalb auch kühlgefiltert. Und ja, ob er gefärbt ist, steht nicht drauf, aber davon gehe ich jetzt mal aus. Das machen die meisten Blended Whiskys zur einheitlichen Farbgebung. Die Destillerie gehört zum Großkonzern Beam Suntory. Viel mehr ist nicht herauszubekommen. Wie gesagt, der Whisky ist hier in Spanien sehr beliebt und in Südamerika. Ich muss gestehen, ich hatte überhaupt noch keinen spanischen Whisky. Es gibt ja auch da die Lieber Destillerie. Mehr fällt mir im Moment jetzt nicht ein, aber DYC hat man schon ab und zu mal gesehen, aber ich kann euch dazu mehr nicht sagen. Ich habe den hier in Palma in einem kleinen Souvenirladen gefunden, habe auch nur 2 Euro dafür bezahlt. Die 0,7er Flasche kostet, glaube ich, so zwischen 15 und 20 Euro. Ist also doch recht preiswert. Und ja, dann würde ich sagen, ich bin wieder mal wie ein Schneider in Urlaub gefahren, ohne Whiskyglas, deswegen musste ich mir hier aus dem Zimmer diesen riesen Tumbler nehmen. Es nützt nichts, aber da müsst ihr und muss ich heute mal durch. Und dann verriechen wir ihn mal. Ja, eine schöne
Vanille- und Karamellnote stößt einem gleich in die Nase. Aber auch verbunden mit so einer leichten Alkoholnote, will ich jetzt nicht sagen, aber doch Alkohol zu merken. Der Whisky hat dann nur 40 Volumenprozente, deswegen staune ich, aber auf der anderen Seite bei dem Klima hier in Spanien kann ich gut verstehen, da ist ein 40-prozentiger Whisky völlig okay, würde ich sagen. Also da wird eher leichterer Whisky als eine Fassstärke zum Beispiel zu sich genommen. Ja, und dann eine ganz leichte Fruchtnote. So, irgendwas mit Birne, Apfel. Ja, also leicht, fruchtig, vanillig. Eigentlich auch so ein typischer Speyside-Vertreter. Ja, dann das Lunche. Alkohol präsent auf der Zunge, aber jetzt nicht stechend, beißend, nicht unangenehm, aber doch kraftvoll. Und dann tritt auch eine gewisse Würzigkeit von den Fässern schon hervor. Ist eigentlich erstaunlich bei 8 Jahren, aber mit 8 Jahren dürfte er die Jugend hinter sich gelassen haben. Und ja, dann wieder diese leichte Fruchtigkeit, Vanille kommt durch, jetzt am Ende vielleicht sogar Anflug von Milchschokolade, aber mehr auf gar keinen Fall. Abgang maximal mittellang, eher schnell weg. So ein typischer Easy Drinking Urlaubs Whisky bei der Wärme. Da hätte ich jetzt auch gar keine Lust auf mehr und stärkere Sachen. Ich habe übrigens hier an der Hotelbar am ersten Abend gleich mal was probiert. Da wurde mir ein Braveheart eingegossen. Und da war ich natürlich super neugierig, was das sein soll. Habe mir dann die Flasche zeigen lassen und habe dann gesehen, dass nur 30 Volumenprozente, dann war das natürlich ein Whisky-Likör. Als ich dann gesagt habe, dass es kein Whisky ist, hat mir der Kellner dann sofort einen natürlichen reichlichen Schwung von bestimmt 10 cl ins Glas gegossen und von einem Bells. Aber Bells ist ja allgemein bekannt als Whisky, den konnte man dann auch halbwegs zu sich nehmen. Ganz gut würzig, ging gut. Also Braveheart ist nicht zu empfehlen. Bells geht schon eher. Das ist ein, wie gesagt, ein Easy Drinking Urlaubswhisky. Kann man mal machen, aber ich glaube, eine große Flasche davon würde ich nicht kaufen. Vielleicht ist der 15-, 16-Jährige besser. Habe ich noch nicht gehabt, müsste man mal probieren. Und das soll mein kurzer Ausflug in die spanische Whisky-Welt gewesen sein. Wenn ich das Video einstelle, werde ich schon wieder zu Hause sein, weil es dann mit der Bearbeitung des Videos einfach besser geht als mit diesem schwachen Hotel-WLAN hier. Außerdem werde ich die Lautstärke noch etwas anpassen müssen. Durch den Wind und die Pool- und Strandgeräusche ist es doch etwas leise, denke ich mal. Und die Nebengeräusche sind stark zu hören. Deswegen seht es mir nach, dass das maximal nächste Woche erscheint. Und ja, dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Wir haben jetzt noch 4 Urlaubstage vor uns hier in Mallorca. Wir haben noch eine größere Inselrundfahrt mit Bus, Bahn von Palma nach Sóller und dann eine Bootsfahrt machen. Da freue ich mich schon drauf und wir sehen uns alsbald in alter Frische. Buenos Dias, adios aus Mallorca.
Euer Schorn.